Wir leben inmitten einer Zeit, wo egal wo man hinguckt und hinkommt, fast überall in Deutschland Masken zu sehen sind. Und es ist erschreckend, wie viele Menschen sich an diese Situation schon gewöhnt haben. Mitten in dieser Zeit steuern wir im Oktober 2021 auf einen Feiertag zu, der die Gesellschaft spaltet. Die einen feiern am 31. Oktober mit den etwas anderen Masken und Verkleidungen das Halloween-Fest. Andere, die ihre evangelischen Wurzeln ernst nehmen, gedenken am 31. Oktober am Reformationstag an den evangelischen Ruck, der einst durch Deutschland ging und so manche falsche religiöse Fassade und Maske fallen ließ. Da stellt sich manchen die Frage, kann bzw. darf ein Christ Halloween feiern? Wir möchten mit diesem kurzen Statement eine Antwort auf diese Frage geben, unter der Frage, verkleiden oder verkündigen? Fragezeichen. Unsere Gesellschaft kennzeichnet sich darin aus, dass sie in vielen Punkten in ihrer Geschichtsvergessenheit zu schlummern scheint. Da ist es kein Wunder, dass nur wenige den Ursprung des Halloween-Festes und seine geschichtlichen Wurzeln kennen. Und hier wollen wir mit drei Punkten Aufklärungsarbeit leisten. Den Spaß, den nämlich viele am 31. Oktober praktizieren, machen, feiern, war in der Geschichte zunächst ein düsterer Spaß, ein okkulter Spaß. Das Fest, das uns am ehesten zu den Wurzeln von Halloween führt, ist in Irland bei den Kelten zu finden, vor ca. 2000 Jahren. Die Kelten gehörten zu den ersten Volksstämmen, die sich von Asien kommen nach Europa, dann ausbreiteten und niederließen. Der 31. Oktober war seit jeher ein Feiertag für keltische Druiden, heidnische Priester in Irland. Neben dem Sommerfest am 1. Mai hatten die Kelten auch ein Winterfest am 31. Oktober. Dieses Winterfest wurde zu Ehren von Samhain, ihrem Gott der Toten, gefeiert und war begleitet von Menschenopfern. Der 31. Oktober war der letzte Tag im druidischen Jahr, quasi Silvester, und damit verbunden der Tag, wo nach keltischem Glauben Samhain die Seelen der bösen Verstorbenen um sich versammelte, die dazu verdammt wurden, in den Körpern von Tieren zu leben. So glaubten die Kelten, dass Samhain sich zu diesem Zeitpunkt entschied, in welcher Tiergestalt die Verstorbenen im nächsten Jahr weiterleben sollten. Die Druiden meinten, diese Entscheidung dann durch Gaben und Kinderopfer beeinflussen zu können. Zusätzlich war der 31. Oktober auch der Tag, wo Samhain den verstorbenen Seelen des vergangenen Jahres erlaubte, noch einmal ihre Familien zu besuchen. Und daher kommt im Eigentlichen auch die Tradition und der Kult von verkleideten, umherziehenden und erschreckenden Geistern, zu dem sich mittlerweile der moderne Spruch beigesellt hat, Süßes oder Saures. Das irische Fest hat im 20. Jahrhundert einen enormen wirtschaftlichen, aber auch expandierenden Boom erfahren. Der 31. Oktober ist übrigens in Irland gerade wegen seiner heidnischen Herkunft ein gesetzlicher Feiertag. Und nicht wegen der Reformation oder wegen eines katholischen Heiligen, wie fälschlicherweise oft angegeben wird. Nach Weihnachten und Ostern ist in Deutschland Halloween auf dem dritten Platz des Commerz-Rankings in Amerika sogar auf zweiter Stelle zu finden, sogar vor Ostern. Aber es geht noch weiter. Die Kelten blieben nicht die einzigen, die diesen Tag okkupierten. Der 31. Oktober entwickelte sich immer mehr zu einem vielfältigen Feiertag und wie ein Autor richtig beschreibt, scheint dieser Tag weltweit wohl mehr Sitten und Gebräuche in sich zu vereinen, als jemals aufgelistet und auf ihren Ursprung zurückgeführt werden könnte. Tatsächlich ist es so, dass Halloween in der Vergangenheit und in der Gegenwart der Hauptfeiertag von Okkultisten, Satanisten und Hexenzirkel ist. Damit sollte sich eigentlich die Frage, ob Christen daran partizipieren sollten, schon geklärt haben. Doch neben dem okkulten und düsteren Spaß, der auf die Kelten zurückgeht, gibt es noch eine weitere Tradition. Zum düsteren Spaß gesellt sich der verlogene Ablass. Der düstere Spaß, der verlogene Ablass. Dabei wollen wir zunächst einmal nach der etymologischen Herkunft des Begriffs Halloween fragen. Im Jahr 835 nach Christus ordnete Papst Gregor IV. Den Feiertag der Allerheiligen auf den 1. November an.
An diesem und dem darauf folgenden Tag sollte nach katholischem Verständnis der Heiligen und Verstorbenen gedacht und für sie gebetet werden. Für Verstorbene zu beten ist eine katholische Irrlehre und findet sich nirgendwo in der Bibel und wird auch aufgrund dessen, dass die Bibel eine zweite Chance nach dem Leben, sich nochmal zu entscheiden, verneint, eindeutig abgelehnt. Der Vorabend der Allerheiligen war der 31. Oktober und heißt im Englischen All Hallows Evening. Von hier stammt auch die abgewandelte Bezeichnung Halloween. In der katholischen Kirche kamen immer mehr unbiblische Bräuche auf und neben dem Totengebet auch der Ablasshandel. Eine Dauerparole des Ablasshandels war: Der Gulden im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Damit war gemeint, dass man gegen Geld das Schicksal der Verstorbenen beeinflussen könnte. Das war und ist bis zum heutigen Tag Lug und Trug, was sich in der katholischen Kirche aber immer noch hält. Bis zum heutigen Tag wird von der katholischen Kirche noch Ablass gegeben zur vermeintlichen Sündenvergebung. Und so gab es in Wittenberg, wann anders als an Allerheiligen, das Wittenberger Ablassfest, wo aus gebotenem Anlass zum Ablass aufgerufen wurde. Die Bevölkerung wurde dazu aufgefordert, ihre Gulden wegen ihrer verstorbenen Menschen kräftig springen zu lassen. Wenn wir genauer hinsehen, stellen wir fest, dass es eine inhaltliche Beziehung zwischen der keltischen Totenpraxis und der Totenfürbitte und dem Ablasshandel der katholischen Kirche gibt. Beide Anlässe haben heidnischen Ursprung und tragen die Sorge um die Verstorbenen bzw. den Versuch, über ihren Verbleib Einfluss zu nehmen. Die Bibel sagt in Hebräer 9, Vers 27, dass wenn ein Mensch gestorben ist, es keine zweite Chance gibt. Hebräer 9, 27, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ich war, wenn ich einmal mit dem Flugzeug hier von Hannover nach New York fliegen möchte, dann entscheide ich mich hier auf der Erde, in welche Richtung ich fliege. Wenn ich abgehoben bin und die Erde verlassen habe, gibt es kein Zurück mehr. Wo wir die Ewigkeit verbringen, entscheidet sich hier auf dieser Erde, wie wir zu Jesus stehen. Das macht Jesus in Lukas 16 und der Geschichte vom Reichen und dem armen Lazarus deutlichst klar. Es gibt keine Möglichkeit zum Seitenwechsel nach dem Tod. Deshalb müssen wir jetzt noch, wo wir den düsteren Hintergrund zweier Bräuche zum 31. Oktober gesehen haben, noch einen Schritt weitergehen und zu dem 31. Oktober kommen, wo es zu einem evangelischen Knall in Deutschland kam, im Jahr 1517. Auf den düsteren Spaß gab der verlogene Ablass den reformatorischen Anlass. Im 16. Jahrhundert florierte der Ablasshandel in Europa und die katholische Kirche propagierte, vornehmlich durch den deutschen Ablassprediger Johann Tetzel, dass durch Ablass die verstorbenen Toten aus ihren Höllenqualen erlöst werden könnten. Dafür müssten die Bürger nur Zeche an Rom zahlen. Der damals an Bedeutung klein, aber mutige Mönch Martin Luther ergrimmte aus biblischer Überzeugung angesichts dieser verlogenen Machtspiele der katholischen Kirche. Er klagt in einem Brief aus Wittenberg an den Erzbischof Albrecht von Mainz. Er bekommt keine Antwort und entschließt sich nun, seine biblischen Argumente gegen den Ablasshandel in Form von 95 Thesen der Öffentlichkeit mitzuteilen. Damals gab es noch nicht so etwas wie ein YouTube-Channel oder ein Telegram-Kanal. Damals gab es auch noch keine Litfaßsäule. Er suchte sich etwas anderes, was Ähnliches aus. Nämlich, er nahm seine 95 Thesen und befestigte sie wo? An der Schlosskirche zu Wittenberg. Warum genau dort? Weil am bevorstehenden katholischen Allerheiligenfest unzählige Menschen zum berühmt-berüchtigten Wittenberger Ablassfest kamen und dort dann seine Thesen lesen würden. Das geschah am 31. Oktober 1517, am Tag vor Allerheiligen, wofür die Toten gebetet und gespendet und wo sämtliche Reliquien von Toten und Heiligen Verehrung fanden. In genau diese Situation der unbiblischen Lehre und Praxis der katholischen Kirche entzündete Gott die aus der Bibel stammenden
Erkenntnis der Reformation, dass die Bibel die alleinige Autorität für die christliche Kirche sei und nicht irgendwelche Traditionen und dass nur der Glaube an Christus allein vor der ewigen Verdammnis retten kann. Das dadurch entzündete Lauffeuer der evangelischen Erweckung lief um die ganze Welt. Auf dem bereits skizzierten dunklen Hintergrund bekommt der Siegeszug der Reformation, der wie von Gott geführt auf diesen Tag fiel, eine umso wichtigere und triumphierendere Bedeutung. Luther machte mit der Bibel klar, dass Gott weder Totenverehrung noch Ablasshandel noch heidnischen Schutzzauber will. Ja, mehr noch, dass der Mensch sich selber nicht durch scheinbar guten Werke bei Gott die Ewigkeit erkaufen kann, sondern dass der Mensch allein durch den nackten Glauben an Jesus Christus, der für seine Sünd und Gottlosigkeit bezahlt hat, ein Bürger des Himmels werden kann und ewiges Leben bekommen kann. Und so heißt es in Römer 3, Vers 23 bis 25, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Dürfen bzw. sollen Christen Halloween feiern oder es ihren Kindern nahelegen? Vielleicht kannten sie bisher nicht den Kontext von Halloween, den geschichtlichen Kontext. Sich moderat zu verkleiden ist an anderen Tagen werteneutral, aber offensichtlich nicht an diesem. Man kann nicht an einem Fest, dessen Hintergrund und Ursprung eindeutig okkulte und heidnische Wurzeln hat, als Christ partizipieren und ein gutes Gewissen bewahren. Bereits Paulus sagte zu den Korinthern in 2. Korinther 6, Vers 14 bis 15, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Viele sagen, dass Halloween, doch so wie es heute gefeiert wird, ja, harmlos und nur Spaß ist für die Kinder. Aber sie sehen nicht, dass genau an diesem Tag die Okkultisten höchsten Zulauf bekommen. Sehen wir in 3. Johannes Kapitel 1, Vers 11, was Johannes sagt. Johannes sagt dort, mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Nachahmen bedeutet vom Griechischen her mimeomai. Es meint Mimik, imitieren, schauspielern. Christen sollen das Böse in Form von Hexen, Geistern, Zombies und Ähnlichem nicht nachahmen, sondern meiden. Das ist eine klare Absage an Halloween. Durch aktive Teilnahme würden wir nicht nur an den okkultesten Tag des Jahres unterstützen, wir sorgen auch dafür, dass andere Kinder, wenn nicht sogar unsere eigenen Kinder, ein gewisses Interesse bzw. Offenheit an Okkulten entwickeln können. Wir wollen Sie daher einladen, am 31. Oktober die Reformation zu nutzen, um sich zu erinnern, was geschehen ist. Und wir fordern daher Verkündigung statt Verkleidung. Mögen die Fassaden, Masken und Kostüme fallen und doch viele den eigentlichen Sinn und Anlass der Reformation verstehen. Die Reformation steht für eine Trennung zwischen Staat und Kirche, wo der Staat nicht in die Kirche hineinzuregieren hat. Die Reformation steht für den protestantischen Grundsatz, allein durch den Glauben an Christus gerettet zu werden, der uns durch die Bibel verkündigt wird. Und zwar durch den Glauben an das ein für alle Mal dargebrachte stellvertretende Opfer Jesu Christi am Kreuz. Die Reformation steht darüber hinaus für eine Reinigung der Kirche von allen abergläubischen und abgöttischen Einflüssen. Und die Reformation trägt damit das Hauptanliegen, nämlich den einzig wahren Gott, der in der Bibel geoffenbart wird, zu ehren und ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Daher möchten wir Sie dazu einladen, am 31. Oktober gemeinsam mit uns Reformation zu halten und diesen Tag zu nutzen, um des Vergangenen zu gedenken und um in der Gegenwart richtig zu handeln. Wir möchten Sie dazu einladen, es in folgender Form zu tun. Feiern Sie Gottesdienst, das liegt dieses Jahr auf der Hand, da der 31. Oktober gleichzeitig der Sonntag ist. Aber machen Sie sich zu einer guten Tradition, am 31. daran zu denken, was war und wie wir in der Gegenwart handeln. Darüber hinaus lassen Sie uns gemeinsam an diesem Tag besonders für unser Volk Fürbitte halten. Für unsere Politiker gemeinsam beten, dass Gott der Herr nochmal eine neue Buße schenken möge mitten in diesem Land. Zu guter Letzt
gibt es in unserer Gemeinde hier in der BEG Hannover eine gute Tradition, am 31. Oktober an die Hecken und Zäune unserer Stadt zu gehen, um den Menschen von der wichtigsten Botschaft zu sagen, dass Jesus Christus rettet. Jesus ist gekommen, um Sünder selig zu machen. Man kann zu jeder anderen Zeit auf die Straße gehen, aber wir glauben, dass dieser geschichtsträchtige Feiertag besonders gewichtig ist und man anknüpfen kann. Wenn also Kinder zu Ihnen kommen und Süßes oder Saures fragen, sagen Sie einfach, Süßes oder Saures? Ich will Genaueres. Was ist der Hintergrund von Halloween? Und fangen Sie an aufzuklären und auf die Entdeckung, die Luther neu machen durfte, hinzuweisen. Dazu möchten wir Sie einladen und möge dieses Video dazu auch eine Hilfe sein. Machen auch Sie davon Gebrauch und lassen Sie uns, wenn auch an verschiedenen Orten stehen, aber dem Herrn, der Herren, in der gemeinsamen Sache dienen. Seien Sie dem Herrn befohlen.